Na, was ist denn hier los? Es wird bunt. Die Koblenzer Klinik-Clowns möchten gerade in Zeiten wie diesen für gute Laune sorgen. Dafür verschlägt es sie in die Koblenzer Innenstadt, um den Menschen mit ihrer Aktion Lachen to go ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Und wenn man sich so ein wenig umschaut, kann man definitiv sagen, dass das doch wunderbar funktioniert. Denn auch in Zeiten der Corona-Pandemie sollte man nicht auf das Lachen verzichten müssen. Wir machen auch die Corona-Zeit über was. Also wir waren durchgehend teilweise in Pflegeheimen oder vor Pflegeheimen im Innenhof oder machen jetzt eine Aktion auf der Straße oder vor ein paar Wochen mit der Firma Castell im Hubwagen von außen an den Fenstern. Ja, also jetzt ein bisschen Walking Acts eben. Hier Lachen to go, ne? Die 14 Koblenzer Klinik-Clowns sind allesamt ehrenamtlich tätig und besuchen kranke Kinder in Krankenhäusern und pflegebedürftige Menschen in Seniorenheimen, um dort freudige und leichte Momente zu verschenken. Von Clown Pitt möchten wir wissen, warum er so gerne ein Teil dieser Gruppe ist. Weil es Spaß macht. Weil ich so einen inneren Clown in mir spüre, der raus möchte. Ja, ich bin ja nicht immer so, ne? Eigentlich bin ich Rentner. Und vorher war ich Ergotherapeut, Konditor, Bäcker, Hausmann, Vater von 2 Kindern, Ehemann. Ehemann bin ich noch. Na, das ist doch schon mal gut und darf gerne so bleiben. Doch hinter den fröhlichen Aktionen steckt auch eine Menge Arbeit. Total, ja. Also ganz außergewöhnlich strukturiert für Clowns. Wir machen regelmäßige Fortbildung. Wir haben eine sehr gute, solide Grundausbildung. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man sowas üben muss und auch lernen kann. Und unser Schwerpunkt ist ja Beziehungsclownsarbeit, also weniger Bühnenclown, sondern Beziehungsclown. Da muss man also auch die sehr leisen Töne und die Stille aushalten und gucken, was braucht denn der andere Mensch. Und nicht so den überfahren mit lautem Geschrei überall rein, sondern wie gesagt auch mal sehr leise sein. Und da haben wir also bestimmt 4 Wochenenden im Jahr komplette Schulungen mit ausgebildeten Clowntrainern. Demnächst aus den Niederlanden kommt einer her. Da machen wir einen Workshop Clownen für Menschen mit Demenz. Es ist schön, wenn man Empathie mitbringt als Clown, aber ohne Schulung ist es auch nicht so gut. Die Ausbildung neuer Clowns, die Anschaffung der Materialien und Fortbildungen sind natürlich auch mit Kosten verbunden. Da stellt sich uns die Frage, kann man die Klinik-Clowns irgendwie unterstützen? Ja, wir haben ein Spendenkonto. Oder hier? Ja, wir haben ein Spendenkonto, was ich jetzt nicht so auswendig weiß. Na, das ist doch kein Problem. Da helfen wir dir gerne, Pitt. Wie lange soll eure Aktion denn eigentlich dauern? Bis wir rausgeschmissen werden. Und das wird so schnell nicht passieren. Danke für den Einblick in diese grandiose Aktion. Bleibt gesund und denkt daran, niemals das Lachen verlieren.